Jo, meine lieben Zuschauer aus dem Internet, was geht ab? Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Dead Pictures mit GTA Online auf der PS4. Ja, heute habe ich meinen Charakter, Bakura ist im Urlaub, der ist nicht da und das ist auch gut so. Ja, natürlich, ich kann auch reden. Oh, du, wer bist du denn? Mimi bin ich. Ich bin Mimi. Ah, gut, du bist ja sehr hübsch, Mimi. Ja, ich wurde erstellt von dir die Tage. Oh ja, das ist schön. Das ist schön, dass du erstellt wurdest. Von mir habe ich dich aber sehr, sehr hübsch gemacht. Ja, danke. Okay, gut. Mimi, dann, was machen wir denn heute? Ja, wir machen Tuning-Treffen und da kann jemand in der Videobeschreibung kommen und gewinnen. Ja. Und erstmal das Intro. Gut, meine Leute, schön, dass ihr alle hier seid und dass wir uns alle zahlreich erscheint sind. Ach, wie auch immer, ihr kennt das Ganze. Schön, dass ihr alle hier seid. Hallo, Nico, was hast du denn hier Schönes? Das ist, kannst du mit dem Finger drauf zeigen, ne? Wenn du irgendwas zeigen möchtest an dein Moped. Moped. Ja, was gibt's denn hier zu sehen? Schönes Auto. Feuer, grün. Schön aufgetunt. Ah, das ist das Neue, ne? Das Schnelle. Sehr schön. Danke, Nico. Was hast du denn hier? GTA 5 Player. Bitte nicht zu mir kommen. Da hinten bleiben, bitte. Du hast ja so ein... Was soll das denn sein hier? Bist auch eine hübsche Frau. Ah. Wollen wir ein bisschen flirten? Vielleicht mögen wir uns ja und werden Freunde. Ah, Freunde sind wir ja schon. Aber vielleicht werden wir ja zusammen irgendwas im Bettchen haben. Oh, aber kein Mann. Ich bin ja nicht schwul. Ich bin ja nicht schwul, ich bin ja ein Mädchen, aber egal. Ja, ein schönes Motorrad hast du hier. Ist schön rot, leuchtend, ein bisschen Perleffekt, wa? Richtig schön gemacht. Und besonders den Arsch hier. Richtig geil sitzt der in der Hose. Ja, sehr schön. Gucken wir uns das hier an. Wem gehört das denn hier? Das ist... Pikachu. Pikachu. Sieht so aus wie Pikachu. Ja, in Flammen gelb und ein bisschen rot. Wem gehört das da? General Zero bestimmt. Der wurde rausgeschmissen. Der kommt aber bestimmt gleich wieder. So. Dann haben wir hier Yannis. Yannis, dein grünes Auto in schwarz, flammengrün. General Zero, ja, wusste ich ja. Yannis, zieh mal deine Kapuze ab. Ist ja hässlich, dass man dich auch sieht, dein schönes Gesicht. Sehr schönes Bike. Gut, kommen wir mal zu dir, Friedrich. Er ist neu, Herr Friedrich Racke. Er zeigt mir sein Messer. Er ist sehr gefährlich, weiß ich ja. Ja, packt das bloß wieder weg. Und der ist neu. Der hat auch richtig geile Mütze auf. Guckt euch mal die Mütze an. Und den Schal so richtig elegant, passend zu die Jacke, zu die Schuhe, besonders die Stiefel. Zu der Jacke. Das geht ja gar nicht. Aber egal. Du hast auch ein schönes Motorrad. Das ist nicht so farbig. Das ist so blau. Feuerblau. Ja. Sieht schön aus. Hier, da ist auch ein Motor. Warte, da mit dem Finger zeige ich drauf. Oder was ist das? Benzinkanister, ne? Ja, wenn man den kaufen geht, ist der eckig, ne? Und das Eckige ist rund, ne? Und das Eckige passt im Runde und Runde passt im Eckige. Ah, die haben generell... Ja, nicht töten generell, ne? Dann kicken die dich auch nicht. Aber dann sollte man sich auch vernünftig verhalten. Ja, Friedrich, das ist dein Motorrad. Hier, wen haben wir denn hier? A4, B4. Oh, der hat immer eine starke Waffe, die passt zum Motorrad. Gelb und rot-blau, ey, passen zu dir. Besonders zu deine Haare, ne? Passt die Waffe. Oh, eine Axt hat er jetzt. Wo hast du denn alles versteckt? In deiner Jacke oder was? Hast du aber ziemlich große, dicke, fette Jacke, wo alles reinpasst. Guck mal, seine Ketten an, am Arm. Richtig geil.
Das Motorrad auch hier. Nicht geil. Das ist ein Chopper, wa? Mit Flammen. Rot, blau. Was ist das denn für ein Ding da? Das dreht sich. Warum dreht sich das? Was ist das denn eigentlich? Das habe ich mir schon immer gefragt. Tut man die Füße da drauf? Werden die massiert oder was? Bestimmt, die werden bestimmt massiert. Aber nur auf einer Seite. Vielleicht wird da die Hornhaut abgekuppelt. Die brauchst du nur abziehen und einen Barfuß drauf. Dann wird die abgekuppelt. Ne? Und dann verklemmst du dich aus Versehen. Dann muss ein Krankenhaus. Vielleicht muss man die auch noch ein Grab schippen. Und das Ganze alles. So, komm mir bitte nicht zu nah. Mach meinen Finger nicht ab. So, kommen wir mal zu dir. Hast schon zwei Bier getrunken. Bist schon besoffen, Menelik? Ja, okay, der kann noch. Der kann noch 50 Bier. Was hat er denn hier? Ein Schwarz-Weiß, Flammen. Ach, das ist das neue Schneller, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt. Wie heißt das denn? Anzieh du kurz oder. Okay, warte mal, ich lade dich nochmal ein. General Zero, ich weiß nicht, ob du reinkommst, kannst. Und bitte nicht töten. Spiel beitreten. Ne, Einladung. So. Lichtmaschine. Eine Lichtmaschine. Oh, Lichtmaschine. Oh, richtig gut. Ja, Menelik. Schöne Maschine, ne? Nicht so viel Farbe drin, aber ist super. Was haben wir denn hier? Goldener Adler ist auch mal wieder dabei. Der war früher mal bei PS3 mit dabei. Genauso wie Friedrich Racke. Ja, Goldener Adler. Wir haben dich lange vermisst. Warum du auch immer weg warst, keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Ist ja nicht so schlimm. Gut, und du hast... Ey, die ist der Hammer, ey. Das ist ein tolles Ding. Guck mal, die Räder an. Voll, voll dick, Alter. Sehr dick. Ey, genau wie andere Sachen, die dick sind. Er hat so ein eckiges Ding. So einen eckigen Kanister drin. Aber der ist rund, ne? Da stand rund. Rund. Rund ist das Eckige. Und das Eckige ist eckig. Der Eckige ist rund. Ja. Ketten, guckt euch mal die Ketten an. Richtig geil, was für eine Maschine. Und deine Klamotten sind auch richtig geil. Schöne Klamotten, schön ausgesucht. Hast du sie selber zusammengestellt, deine Klamotten? Oder sind die von etwas, von einem Clubhaus schon gespeichert? Wie auch immer. Das ist mein Mofa hier. Mit vielen, vielen Lichtern und Spiegeln. Ich stehe auf das Bunte. Besonders die Reifen hier. Grün, dann das Neonfarben, Licht, kunterbunt, ja. Kinder haben mir das Motorrad angemalt. Es ist wahre Kunst. Sogar einen Kofferraum habe ich. Guck mal, Kofferraum. Praktisch, wa? Da passt alles rein in diesen Koffer. Besonders der Sitz ist schon bequem. Guckt euch die Scheiße an hier. Guck mal, sogar eine Tachometer-Anzeige ist da drauf. Ich habe meine erstellt. Achso. Warte. Nee, kann ich nicht gucken. So, gucken wir mal hier nebenan. Ah, ein Vierrad ist das. Ein Vierrad. Was hast du denn für Schuhe an? Die passen ja gar nicht zu die Hose. Zu der Jackettjacke. Das ist ja totales Chaos bei dir. Bist du Will Smith oder so? Guck mal deine Haare an. Richtig geil. Der Bart ist so mal richtig krass. Guck mal, wie nah ich stehe und mir das genau anschaue. Guck dir das an. Ich zeig mir den Finger drauf. Geht doch mal weg, Leute. So. Oh, die Brille. Die Brille, ey. Ey, du machst mir Angst. Guck mal das Vierrad an. Das Quad-Dings hier. Mit grünen Neonfarben hier. Ne? Okay, wer dafür stimmt, ey, ist der Hammer. Gut. Ich bestimmt nicht. Ja, die Wand steht hier im Weg. Diese Wand hier steht im Weg. Nimm das. Ja, gut. Das ist ein schönes Ding. Dreirad ist das. Dreierrad. Oh, ist das Hammer, ey. Guckt euch die Anschnallgurte an. Die sehen ja richtig geil aus. Guck mal, die Gangschaltung da unten. Und das Kurbelding da. Ich keine Ahnung, was das alles ist. Das ist ja richtig geil. Wer Cops hat, macht sie bitte weg. Ich fahr mal kurz damit. Oh, guck mal. Oh. Ganz kurz aus dem Weg.
Richtig geil. Lässt sich gut fahren. Ich habe gehört, dass dieses Ding auch umkippen kann. Oder? Stimmt das? So. Aussteigen.